Einen schönen guten Tag, liebe Lauinger Bürgerinnen und Bürger. Sie sehen mich heute zum letzten Video vor der Sommerpause. Ich stehe hier vor den Stiegen ins Brunnental und genau das ist der Auftakt für mein erstes Thema, denn wir machen wieder mal einen Fotokalender. Ich würde mich freuen, wenn Sie Fotos von drinnen oder von draußen, von imposanten Treppen, von Treppenhäusern, die Sie faszinieren oder in Ihrem eigenen Haus vorhanden sind. Wir haben ja in der Altstadt auch sehr viele Häuser, in denen es bestimmt imposante Treppen gibt. Schicken Sie uns einfach ein Foto. Der Fotowettbewerb startet heute. Wir werden es heute in den Newsletter tun mit allen Teilnahmebedingungen, die notwendig sind. Und wir würden uns freuen, wenn Sie bis Ende September Ihre Fotos uns einschicken würden. Wir haben einen auswärtigen Rentenberater gefunden, der jetzt nicht nur Beratung macht wie die Rentenversicherung, sondern der tatsächlich auch wirklich Entlastung dahingehend bringt, dass er unsere Damen bei der Rentenantragstellung unterstützt. Ab dem 22. August, einmal im Monat, können Sie gerne mit Ihren Unterlagen vorbeikommen. Der Herr Baumstark ist von der Deutschen Rentenversicherung beauftragt. Das heißt, er ist auch legitimiert, Ihre Rentenanträge entgegenzunehmen. Und wir freuen uns, diesen Service Ihnen bieten zu können. Für den 22.8. wären noch Termine frei. Falls Sie spontan Zeit haben und Ihre Unterlagen beieinander sind, können Sie auch gerne bei uns, bei der Frau Beusinger oder bei der Frau Hanftler anrufen und einen Termin für den 22.8. vereinbaren. Auf dem Marktplatz haben wir ja neue Parkscheinautomaten aufgestellt. Diese sind jetzt per Münzen zu bezahlen, mit Karte zu bezahlen und seit dem 5. August können Sie auch die Parkster-App benutzen. Einfach registrieren, App herunterladen und Ihre Gebühren dann dort einmal im Monat bezahlen. Es gab eine Pressemitteilung in der Donauzeitung, dass wir den Wärmebedarf momentan abfragen wollen, und zwar über Erfassungsbögen. Das betrifft den Otto-Normalhaushalt nicht. Hierzu bekommen wir die Daten von den örtlichen Energieversorgern bzw. von den Landesämtern für Statistik. Aber bei größeren Industrie- und Gewerbebetrieben ist es natürlich schwierig abzuschätzen, wie viel Energiebedarf diese denn haben. Da werden in den nächsten Tagen die Erfassungsbögen rausgehen und wir würden uns freuen, wenn die Gewerbebetriebe sich daran beteiligen und uns ihre ungefähren Verbrauchsmengen dann auch mitteilen. Das Thema Linde im Schulhof hat uns alle sehr, sehr viel beschäftigt. Ich möchte trotzdem nochmal die Gelegenheit nutzen, dazu etwas zu sagen. Und zwar war die Linde nicht von Anfang an unsere favorisierte Lösung. Allerdings konnten wir aufgrund der Feuerwehrzufahrten die Module nicht anders stellen. Wir haben darüber lange diskutiert. Es gab auch verschiedene Möglichkeiten, die wir alle abgewogen haben. Aber tatsächlich war es für die zwei Module, also für die zwei Klassenzimmer, die einzige Möglichkeit und Lösung, die wir gesehen haben. Die Mittelschule ist genauso voll und ausgelastet wie die Grundschule, sodass wir dahingehend keine Möglichkeit mehr haben, Räumlichkeiten zu nutzen. Sodass wir gesagt haben, der Baum muss voraussichtlich in den nächsten 3 bis 4 Jahren gefällt werden, weil wir dann mit den Großbauarbeiten für die Grund- und die Mittelschule anfangen. Jetzt haben wir unter harten Verhandlungen, hat die Frau Strehle in der Mittelschule nochmal mit ganz viel Organisationsaufwand jetzt auch einen Raum freischaufeln können. Bedeutet im täglichen Schulleben natürlich einen riesen Mehraufwand, weil man immer Klassenzimmer doppelt belegen muss, was unsere Grundschule, die Frau Daub, schon seit einiger Zeit macht. Immer dann, wenn die Klassen in den Sport gehen, können andere Klassen rein und zum Beispiel Religionsunterricht machen. Und Sie sehen nur anhand von dem kleinen Beispiel, wie viel Aufwand denn da dahinter steckt. Deswegen war für uns diese Lösung die naheliegendste, dass wir die zwei Klassenzimmer eigentlich in den Pausenhof legen. Jetzt hat die Frau Strehle einen Raum freigemacht, den sie zur Verfügung stellen kann, was zur Konsequenz hat, dass wir nur ein Modul in den Pausenhof stellen und den Baum vorerst noch erhalten. Mit allen Nachteilen, die das natürlich mit sich bringt. Die Kinder müssen raus auf die Toilettenanlage, weil wir keinen Mittelgang mehr stellen können. Die Kinder müssen das Gebäude verlassen, wenn sie rausgehen und ein anderes in einen Handwerksraum oder Religionsunterricht müssen immer Jacke und Schuhe anziehen. Es gibt keine Möglichkeiten, eine Garderobe anzubringen, weil es keinen Mittelgang gibt. Das heißt, die Garderoben werden in den Klassenzimmern oder vielleicht, wenn es möglich ist, in den WC-Räumen untergebracht werden. Und das sind alles natürlich auch Punkte, wo wir einen riesengroßen Spagat machen, dahingehend, dass eigentlich mit zwei Modulen es einfacher gewesen wäre. Also es ist nicht die einzige Entscheidung gewesen, zu sagen, machen wir doch mal die zwei Container in den Pausenhof und fällen wir mal schnell einen Baum, sondern wir haben diese Situation schon sehr gut überdacht, aber jetzt eine Übergangslösung geschaffen, die den Baum vorerst noch erhält. Wir können gerne am ersten Schultag, ich bin in der Turnhalle, in der Stadthalle da,
für den ersten Schultag auch wieder, falls da noch Gesprächsbedarf besteht bei einzelnen Eltern, bin ich mit anwesend und werde da auch nochmal die Situation erläutern. Wenn wir schon beim Thema Schulranzen sind und Schule, wir haben eine Schulranzen-Sammelaktion mit der LEW organisiert. Sie können noch bis zum 19.08. einen Schulranzen Ihrer Grund- oder Mittelschüler, je nachdem, oder weiterführenden Schülern bei uns im Rathaus und Bürgerbüro abgeben. Diese Schulranzen, die von Ihnen nicht mehr gebraucht werden, geben wir gerne an Bedürftige vorrangig in Lauingen und dann später im Landkreis Augsburg auch ab. Die LEW holt die dann irgendwann mal ab und fährt die nach Augsburg, sodass die, die wir nicht mehr benötigen, dann von Kindern, von bedürftigen Kindern im Kreise Augsburg dann verwendet werden können. Falls Sie noch Schulranzen zu Hause haben, es gibt bestimmt jemand, der sich darauf freut. Gerne bei uns im Bürgerbüro zu den normalen Öffnungszeiten. Und eine besondere Aktion möchte ich auch noch darauf hinweisen. Am 14.09. findet unser Spiel ohne Grenzen 2.0 statt. 55 Jahre nach dem Original findet jetzt hier wieder als Revival quasi dieses Spiel, die Spiele statt. Wir spielen Originalspiele von damals auch nach. Wir haben insgesamt, ich glaube, 11 oder 12 Vereine, die sich angemeldet haben und die Spiele auch nachspielen werden. Wir bekommen hohen Besuch aus Warnau. Die mittlerweile in die Jahre gekommenen damaligen Spielteilnehmer kommen natürlich sehr gerne vorbei. Wir machen einen offiziellen Empfang. Es gibt eine Ehrentribüne für alle Sponsoren. Und damit wäre ich beim Thema. Liebe Gewerbetreibenden aus Lauingen, ich habe Ihnen bereits einen Brief geschickt und Sie teilweise auch persönlich schon angerufen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn Sie diese Aktion unterstützen mit einer Spende. Gerne auf die Konten der Stadt überweisen. Und als kleine Gegenleistung laden wir Sie natürlich auf die Ehrentribüne am 14.09. um 14 Uhr auf den Marienweg-Sportplatz ein. Wenn Sie Zeit und Lust haben, würden wir uns freuen über eine kleine Spende, über eine große Spende, über eine Patenschaft eines ganzen Spieles. Da gibt es unendlich viele Möglichkeiten, die wir da nutzen können und auch arrangieren können. Das war mein Video vor der Sommerpause. Ich melde mich ab. Ich bin ab 10. September wieder erreichbar für Sie. Und zu gewohnter Zeit werden Sie dann auch eins meiner nächsten Videos wieder sehen. Bis dahin wünsche ich Ihnen tolle Sommerferien, einen schönen Urlaub. Hoffen wir, dass das Wetter noch weitgehend hält. Bis dahin, Ihre Katja Müller.